Razer geht in Sachen PC-Gehäuse und Hardware modulare Wege. Und damit herzlich willkommen zur Geek Week der zweiten Kalenderwoche. Mein Name ist Raphael und das sind unsere Top News. Razer hat mit dem Project Christine ein modulares PC-Gehäuse vorgestellt. Das Besondere an dem System ist, dass alle Komponenten per Mineralöl gekühlt werden und sehr einfach ausgetauscht werden können, wodurch man den Computer ohne große Umstände leicht aufrüsten kann. Die Idee eines modularen PC-Gehäuses ist nicht neu, Razer jedoch geht noch ein paar Schritte weiter. Das Gehäuse von Project Christine ist symmetrisch aufgebaut, an einer Mittelsäule werden eine Vielzahl von Modulen per PCI Express angeschlossen. Jedes Modul enthält Komponenten wie zum Beispiel eine SSD, ein Slot-In-Laufwerk, ein Touchpanel, die Grafikkarte oder das Mainboard samt CPU und Arbeitsspeicher. Razer-Gründer Robert Krakow stellte das System vor und betonte, dass durch die Mineralkühlung Project Christine lautlos arbeiten würde. Razer arbeitet auch schon mit AMD, Nvidia und Intel an optimierten Komponenten zusammen. In 1 bis 2 Jahren soll Project Christine wahrscheinlich Marktreife erlangt haben und über ein Abo-Modell erhältlich sein. Was haltet ihr von solch einem modularen PC-Gehäuse? Schreibt es unten in die Kommentare. Nvidia bringt den Markt für mobile Prozessoren ziemlich in Schwung. Auf der CES 2014 stellte Nvidia den Nachfolger des Tegra 4 SoCs vor, den Tegra K1. Der auf der Kepler-Architektur basierte Chip verfügt über 192 GPU-Kerne und strotzt nur so vor Leistung. Nvidia bringt dabei 2 Versionen des Prozessors heraus. Eine Version besitzt 4 ARM Cortex A15-Kerne mit je 32 GHz auf Basis eines 32-Bit-Befehlssatzes. Die andere Variante wird mit 2 Denver-CPU-Kernen mit 2,5 GHz bestückt und baut auf den ARM V8-Befehlssatz mit 64-Bit. Zum Vergleich, die Quad-Core-Version des Tegra K1 soll doppelt so schnell sein wie Apples A7-Prozessor, der aktuell einer der schnellsten GPUs ist. Die Leistungsaufnahme des SoC aus dem Hause Nvidia beträgt dabei nur 5 Watt. Die Leistung des Tegra K1 ermöglicht es, Spiele wie Trine 2 bei 1280x720 Pixel mit 30 FPS darzustellen, was auf dem Niveau einer Wii U ist und somit etwas oberhalb einer PlayStation 3 und Xbox 360. Unglaublich, dass so ein kleiner Chip Last-Gen-Konsolenqualität auf ein Tablet bringen kann. Valve macht ernst mit seinen Steam Machines und lässt PS4 und Xbox One ein wenig alt aussehen. Auf der CES 2014 stellte Valve mit Partnerunternehmen 13 Steam Machines vor, die sich in der Preisspanne von $499 bis $6,000 bewegen. Ausgestattet sind die Konsolen mit normaler PC-Hardware. Beispielsweise verfügt das Einsteigermodell von iBuyPower über einen i5-Prozessor sowie eine AMD Radeon R9 270 bzw. Nvidia GTX 760. Der Speicher beläuft sich auf 500 GB für die Festplatte und 8 GB Arbeitsspeicher. Weitere Hersteller des Steam Machines sind Alienware, Falcom Northwest, Cyberpower PC, Origin PC, Gigabyte, Material.net, Webhaulen, Alternate, Next, Zotac und Scan Computers. Valve selber wird keine Steam Machines vertreiben, dieses wird komplett Drittherstellern überlassen. Was haltet ihr von den Steam Machines? Alternative zu PS4 und Xbox One oder überteuerter Wohnzimmer-PC? Lange hat Sony zum Thema Spiele-Streaming auf der PS4 geschwiegen, doch jetzt wissen wir endlich mehr. 2012 kaufte Sony den Cloud-Gaming-Service Gaikai. Seitdem ist das Thema eher zur Nebensache geworden. Doch nun stellte Sony offiziell den Dienst PlayStation Now vor, der auf der Gaikai-Cloud-Technologie basiert. Mit diesem Dienst können Spiele auf PlayStation-Geräte gestreamt werden. In Nordamerika wird der Dienst im Laufe des Jahres starten. Für Europa gibt es noch keine Startinformationen. Jedoch arbeitet man daran, PlayStation Now schnellstmöglich auch hier anbieten zu können. Als erste Geräte sollen die PlayStation 4 und 3 über den Dienst verfügen. Auf diesen wird es dann möglich sein, PlayStation 3 und 2 Klassiker spielen zu können. Später soll ebenfalls die PS Vita als auch die neuesten Sony Bravia Fernsehmodelle PlayStation Now unterstützen können. Sony indes ist sich noch nicht sicher, ob sie PlayStation Now per Abo-Modell anbieten wollen, womit man Zugriff auf eine große Auswahl an Titeln habe oder man einzelne Spiele mieten kann. Spiele streamen. An sich finde ich die Idee ja nicht schlecht, abgesehen davon, dass man wahrscheinlich eine dicke Internetleitung benötigt. Was sagt ihr dazu, Top oder Flop? 2013 war ja das Startjahr der Next-Gen-Konsolen, doch wie oft haben sich eigentlich die PS4 und die Xbox One bisher verkauft? Microsoft und Sony liefern sich ein unerbittliches Rennen, wenn es um das Thema neueste Konsolengeneration geht. Dieses Rennen hat wohl vorerst Sony für sich entschieden. Die Spielekonsole der Japaner hat sich 2013 4,2 Millionen Mal verkauft. Die Xbox One hingegen nur 3 Millionen Mal. Dazu muss man allerdings sagen, dass die PlayStation 4 zum aktuellen Zeitpunkt in 48 Ländern verfügbar ist. Die Xbox One hingegen nur in 13. Berücksichtigt man die Zeit, seitdem die Konsolen auf dem Markt verfügbar sind, sind die Verkaufszahlen jedoch äußerst gut. Der Verlierer ist Nintendo. Deren Wii-Konsole, die seit November 2012 auf dem Markt ist, hat sich bisher nur 4,5 Millionen Mal verkauft.
Nichtsdestotrotz, an die Verkaufszahlen der PlayStation 3 und Xbox 360 müssen sich die neuen Konsolen aber noch ranarbeiten. Die PS3 verkaufte sich nämlich bisher 80 Millionen Mal, die Xbox 360 78 Millionen Mal. Ich prophezeie der PlayStation 4 und Xbox One goldene Zeiten mit sehr hohen Verkaufszahlen. Wie ist es mit euch? Seid ihr auch einer der Millionen Käufer der Next-Gen-Konsolen? Schreibt es unten in die Kommentare. Obwohl lange noch nicht fertig und gespickt voller Bugs, erfreut sich DayZ großer Beliebtheit. Erst seit ca. einem Monat ist die Standalone-Version in Form einer Pre-Alpha von DayZ verfügbar und nichtdestotrotz hat sich dieses eher noch magere Spiel über 800.000 Mal verkauft. Dean Hall, der Schöpfer von DayZ, zeigte sich sehr überrascht über die Zahl. Er rechnete mit 250.000 verkauften Einheiten in den ersten drei Monaten. Weiter gab er an, dass er und seine Kollegen unermüdlich an der Entwicklung von DayZ arbeiten, man aber mit einer Beta nicht vor Ende 2014 rechnen sollte. Selbst im großen Steam Christmas Sale belegte DayZ oft den ersten Platz der Verkaufscharts. Was haltet ihr von der Standalone-Version? Findet ihr sie gut oder schlecht? Schreibt es unten in die Kommentare. Und das war's mal wieder mit der Geek Week für diese Kalenderwoche. Falls sie euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Besucht uns auf Facebook unter www.facebook.com/geekworldtv und besucht uns auch auf unserem Kanal. Dort gibt es noch viele weitere interessante Videos. Ich werde jetzt ein bisschen DayZ zocken, denn ich finde das Spiel genial. Wir sehen uns die Tage. Haut rein.